Servus, meine menschlichen Brüder, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Heute geht's mal wieder mit dem Imperium gegen die Schlacht, mit dem Empire. Mein Gegner hat einen ziemlich coolen Namen, heißt nämlich Hempire. Also, hanftastische Grüße an ihn. Und wir haben eine Frontlinie aus Schwertkämpfern dabei mit Flagellanten an der Seite. Wir haben eine Einheit, die Sterlins Rache dabei. Wir haben eine Einheit Bogenschützen oder Armbrustschützen. Und wir haben zwei Granatwerfer. Ich wollte jetzt einfach mal die Granatwerfer nochmal probieren. Weil ich die eigentlich ziemlich cool finde und ich nehme die fast nie. Und die kriegen im nächsten Patch auch ein Upgrade. Die kriegen auch ein Upgrade, weil die... kriegen mehr Reichweite, kriegen mehr... Ich glaube auch mehr Schaden irgendwie. Weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kriegen die einige Upgrades, das ist ziemlich cool. Sind auch nicht so toll und wir haben noch einen, also jetzt momentan sind sie nicht so überragend krass, finde ich. Und wir haben noch einen Magier dabei. Ein Himmelsmagier. Der kriegt mal seine eigene Gruppe, unsere Reiter kriegen eine eigene Gruppe. Die Granatenwerfer, dann kriegen noch unsere Fernkämpfer eine eigene Gruppe und die Infanterie. Habe ich jetzt schon gesagt, dass wir gegen die Skaven spielen? Ja, wenn nicht, dann ja, wir spielen gegen die Skaven. Wir haben noch eine Einheit Demigreifen dabei gegen Stormwheel. Und jo, dann wollen wir mal sehen. Also Plan ist es auf jeden Fall, mit unseren Granatwerfern eben von hier aus reinzufeuern. Die Ritter des Imperiums sollen die Granatwerfer schützen. Die andere Reichsgarde, die soll einfach selber Ziele zerstören. Und die Jungs hier, die Armbrustschützen, sollen eben diese nervigen Ninjas da töten. Und ja, dann schauen wir mal, wie es läuft. Sagen wir starten mal. Mal gucken. Mal gucken. Der Himmelsmagier hat auf jeden Fall einen Windstoß dabei und einen Kettenblitz und den unheilvollen Nachtwind. Alles drei ziemlich gute Zauber. Aber wahrscheinlich, wie immer, habe ich wieder mal zu viel Magie dabei, glaube ich. Also mal sehen. Die Flagellanten an den Seiten hier, die können entweder flankieren oder die können auch mit hier Unterstützung für unsere Kavallerie bieten. Ich will sie eigentlich nicht unbedingt hinter irgendwelchen Ninjas herschicken, weil die da nicht so toll dafür geeignet sind mit ihrer Nullrüstung. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob die fangen können. Ah ne, die können die auf gar keinen Fall fangen, obwohl die relativ schnell sind. Und wir greifen natürlich an. Wir haben ja jetzt keine Artillerie dabei oder so. Wir greifen natürlich sofort an. Mein Gegner braucht ein bisschen. Mal gucken. Ich bin noch mal gespannt, wie die Granatwerfer sich so schlagen werden. Die sind jetzt momentan noch beide versteckt. Ist okay. Okay, er hat hier tatsächlich die Assassinen da dabei. Aber das sind Schleuderer. Ja, das sind Schleuderer. Dann hat er noch eine Menge Sklavenschleuderer. Das ist gut, dass wir die Schilde haben. Und ich sehe jetzt gerade gar kein Doomwheel. Das ist auch interessant. Was hat er denn hier drüben noch? Sturmratten mit Hellebarden. Zwei Stück. Die müssen wir auf jeden Fall großzügig umgehen. Und ja, wir machen hier einfach mal einen Angriff rein. Ich würde mal sagen, wir machen da jetzt gar keine großen Befehle noch groß, sondern wir greifen da direkt rein. Die Warblitzkanone ist natürlich ein wichtiges Ziel. Ah, und hier kommt er schon mit dem Doomwheel. Ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt. Naja, macht ja nichts. Können es auf jeden Fall mal beschießen mit unseren Truppen. Hier feuern wir einfach mal auf die Rattenoger drauf. Wie hat denn der so viele Truppen? Was ist denn da los? Und ich... Oh Mist, meine Kavallerie ist ein bisschen zu spät. Die sind zu spät da jetzt. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. So, und jetzt weiß ich nicht. Sollen wir mal einen Kettenblitz wagen? Komm mal jetzt schnell hier ran, Alter. Schnell! Ihr sollt eigentlich hier angreifen, bitte. Okay, er hat hier natürlich jetzt schon einen ziemlich dicken Wall hinter seiner Warblitzkanone gebildet, aber ich glaube, er hat meine Kavallerie nicht gesehen. Das wäre natürlich optimal.
Okay, unser General, der kann hier einfach mal landen. Und ich würde jetzt schon mal gerne einen Kettenblitz mal wagen. Einfach mal so rein. Hier schießen wir auch mal einfach rein. Und er hat tatsächlich meine Kavallerien übersehen. Das ist sehr gut. Denk mal, dass die meisten unserer Nahkampftruppen hier gewinnen müssten. Nicht, warum greifen meine Demigreifen nicht richtig an? Das nervt voll. Windstoß ist auch immer eine schöne Sache. Er macht leicht gepanzerte Truppen ziemlich fertig. Dann einfach mal hier auf die Flanke casten. Und dann wollen wir sehen. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass er uns hier nicht mit seinen Rattenogern dran kriegt. Oh, unsere Kavallerie muss hier auch raus. Die hat er jetzt wahrscheinlich mittlerweile bemerkt. Schnell nix wie weg. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich nehme mal an, das ist Quiek. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da dürfen wir nicht zu lang stehen bleiben. Die Demigreifen haben sich, glaube ich, um sein Doomwheel gekümmert. Die können jetzt hier aber auch auf die Rattenoger noch gehen. Und unsere Granatwerfer werden zwar ganz schön beschossen. Aber Mist, die imperialen Ritter sind jetzt schon langsam tot. Aber ist okay. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns hier nicht fangen lassen von den Rattenogern. Und der General, der feuert einfach weiter. Die Demigreifen, die kämpfen hier gegen die Rattenoger, das ist gut. Ich denke mal, dass wir hier drüben eigentlich gar nicht so schlecht dastehen gerade momentan. Okay, hier müssen wir jetzt weg. Hier müssen wir jetzt dringend weg. Die Bogenschützen sollen auf die hier feuern. Unsere Kavallerie kommt wieder, die kommt jetzt hier mal richtig schön in die Flanke rein. Oder sollen sie fast hier runter? Ja, wir gehen mit den Demigreifen mal hier rüber, dass die mal hier unterstützen können. Und mit den Reitern gehen wir hier rein, damit er vielleicht für die hier noch ein besseres Ziel findet, so. Quiek ist eine richtig heftige Nummer, den müssen wir irgendwie noch platt kriegen. Quiek ist eine heftige Nummer. Da wollen wir eigentlich ein bisschen ungern gegen ihn kämpfen. Aber hier können wir weiter feuern, die machen hier gerade so ein bisschen seltsame Verrenkungen, unsere Granaten. Aber ist okay. Wir landen mal hier drüben. Die Demigreifen, die wollen eigentlich gar nicht gegen die Speere hier kämpfen. Auf gar keinen Fall. Die wollen hier eigentlich mal raus. So. Demigreifen sind jetzt mal langsam da, wo sie sein sollen. Die sind, klar, die sind ja immer noch da unten. Aber ist okay. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin, kein Problem. Hier schießen wir weiter auf die Oger. Hier rückt man mal noch ein Stückchen weiter vor. Boris ist hier eigentlich gut aufgehoben. Die Demigreifen sind. Warum? Schaut euch das mal an, wie die fertig gemacht werden, wie die zerstört werden, die Demigreifen immer. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die Demigreifen so schwach sind momentan. Dass die so schnell platt gemacht werden, das ist schon übel. Hier sind unsere Kavallerie wieder gekommen. Können sich mal hier um diese Schleuderer kümmern. Hier drüben können wir jetzt mal mit unseren Granaten reinfeuern. Die Assassine wird hier von den. Halt, nee, das ist gar nicht die Assassine. Wo ist denn die Assassine? Hier sind mir viel zu viele Infanterietruppen gerade für meinen Geschmack. Demigreifen brauchen wir jetzt hier drüben. Ich meine, dieses ganze Fernkampffeuer, das nimmt unsere Kavallerie schon ziemlich auseinander. Ist ein bisschen heftig. Und wir haben es hier auch echt mit einer riesigen Menge Ratten zu tun. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen noch. Ach so, wir kämpfen hier gegen Sturmratten, deswegen. Ja, da gehen wir mal mit Boris noch rein. Weil das sind zwar die mit helle Baden, aber ich will die einfach brechen, jetzt möglichst schnell. Oh oh. Ist das hier Quiek, ne? Aber der ist natürlich jetzt auch sehr, sehr weit draußen von seinen Truppen entfernt. Seinen Verbündeten. Ist eigentlich ganz cool. Der ist ziemlich isoliert. Wir haben auch noch schön viel Munition, das passt auch. Mal einen kurzen Charge reinmachen und die einmal kurz überrennen. So, und hier wollen wir jetzt mal alle bitte Quiek töten. Da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das mal hinkriegen könntet. Können wir jetzt weiter bitte? Und die Assassine hier drüben, die steht auch schon ziemlich schlecht da. Hier gehen wir uns nochmal mit der Infanterie rein. Hier bitte wieder weg.
Die Reiter hier drüben. Ich dachte eigentlich, die haben hier reingecharged. Naja, okay. Demigreifen sind wieder am Start und da gibt unser Gegner auf. Sehr schön. Das war eine Menge Ratten. Alter Verwalter. Aber die haben halt wirklich fast keine Kills gemacht. Das ist schon übel. Kavallerie hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Die Granatwerfer tatsächlich auch. Jo. Schöne Schlacht. Warum die hier nur 3 Kills haben, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an meinen Gegner Empire. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.